Schwitzen, was das Zeug hält. Beim Finale der Sauna-Weltmeisterschaft 2011 wurde es richtig heiß in der Grazer Auster. Genuss und Qualität standen hier natürlich an oberster Stelle. Um den besten und kreativsten Aufguss kämpften mehr als 10 Nationen, wie hier die beiden Russen. Ich mache hier bei der Sauna-WM 2011 einen Rammstein-Aufguss. Mir bedeutet die Band Rammstein sehr, sehr viel. Ich glaube, ohne die würde es mich so nicht geben. Und das versuche ich natürlich auch mit Outfit, mit Mimik und Gestik hier in die ganze WM mit einfließen zu lassen. Und das Tattoo der Rücken hilft einem sehr gut dabei. Ich hoffe, dass es auch was wird. Ich mache hier heute den Highlander-Aufguss, einen schottischen Aufguss, meine eigene Kreation. Und ganz nach dem Motto, es kann nur einen geben, wird er in 4 Runden aufgegossen und nicht wie normalerweise in 3. Ich werde meinen 4-Elemente-Aufguss vorführen. Das heißt, ich werde nordamerikanische Harze verbrennen, die Indianer seit Hunderten von Jahren selbst herstellen und auch zu spirituellen Zwecken und zu medizinischen Zwecken einsetzen. Feuer, Wasser, Luft und Erde. Als ein Symbol dafür wurden Steine verwendet. Es ist schon faszinierend, wenn man die unterschiedlichen Kulturen sieht, ob China, ob USA, ob ein Saunameister aus Deutschland oder aus Italien, wie unterschiedlich Aufgüsse gemacht werden und vor allem, und das ist ja die große Herausforderung für die Saunameister, wie großartig diese Saunameister mit unseren Gästen umgehen. Je nach persönlichem Geschmack wurde den einzelnen Teilnehmern der Sauna-Weltmeisterschaft Wasser zugeteilt. Entspannung, Unterhaltung und Technik. Nach diesen Kategorien gaben die Saunagäste ihr Urteil ab und sie waren wohl die größten Kritiker von allen. Ich mache heute den Highway to Hell Aufguss, eine ganz eigene Kreation. Das Gefühl der Straße, Whisky und Teer, das alles mit AC/DC-Musik, das wird ein heißer Aufguss. Die Technik ist einfach ein Wahnsinn. Und die ganze Geschichte rundherum war perfekt. Ich bin jetzt zwar nicht bei jedem dabei gewesen, aber die ich mitgemacht habe, super, ja. Spaß und Unterhaltung beim Saunagang. Dafür sorgte das Event in der Grazer Auster. Nachdem die Auster in Graz das modernste Sportbad ist auf der einen Seite und wir über die attraktivste urbane Saunalandschaft europaweit verfügen, hat man sich für uns entschieden, worauf wir sehr stolz sind. Das ist eine Auszeichnung für Graz und natürlich im Speziellen auch für uns als die Auster. Und das ist der neue Sieger 2011. Der Italiener Helmut Haller sorgte mit seiner besonderen Wacheltechnik, dem Helikopter, für seinen Sieg. Hat mir riesen Freude gemacht, dass ich da heute teilnehmen darf. Mir ist wirklich eine Leidenschaft, da mitzumachen. Einmal im Jahr messen. So viele Teilnehmer, so gute. Und wie heißt es so schön? Ohne Schweiß kein Preis. I just wanna make you sweat.